Zielperson gesichtet. Er bewegt sich direkt auf dich zu. Tech, hast du gehört? Ja, Siwa. Alles unter Kontrolle. Ich sehe ihn. Viel Glück, du weißt, ich bin für dich da. Ja, schieß aber nur im Notfall. Ich will das hier ohne Komplikationen durchbringen. Over. Ava Teuken, ehemaliger Commander des Imperiums und jetzt Deserteur. Tech Acheron, einst Commander der Rebellion, dann Agent der Republik. Sieh nur, was jetzt aus dir geworden ist. Die Gerüchte sind allzu wahr. Welche Gerüchte, wenn ich fragen darf? Sie haben dich rausgeworfen. Ja, meine Verbindung mit Luke Skywalker gefällt den Politikern nicht. Und das hat dich zum Kopfgeldjäger gemacht. Was für eine Ironie. Was hattest du mit Skywalker denn zu tun? Ich verstehe nicht ganz, wozu du diese ganzen Informationen brauchst. Du bist ja auch nicht mehr Teil des Imperiums. Dir ging es in den letzten Tagen auch nicht besser als mir. Also weißt du von meiner Flucht? Ist bereits ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, die Imperialen bleiben lieber im Verborgenen. Dann ist dir gut. Das Glück hast du ja nicht. Früher als Commander, jetzt als Kopfgeleger hast du immer noch nicht deine Stärke gefunden. Kaum bist du Jäger, bist du schon Gejagter. Was willst du hier? Dasselbe wollte ich gerade dich fragen. Ich brauche ein neues Schiff. Unseres ist zu auffällig. Und du willst jetzt, dass ich dich mitnehme oder was? Nein. Jemanden jetzt zu vertrauen, wäre ein großer Fehler. Ich reise mit Raleigh Reese, einem ehemaligen Kollegen von dir. Ich weiß, er hat diese Verabredung ja mit mir besprochen. Auch ihm traue ich nicht. Ich muss ihn loswerden, dann alleine weitermachen. Vorher brauche ich ein Schiff. Dein Schiff. Interessant. Nur eine Frage hätte ich noch. Woher hast du das Gerücht, ich sei Kopfgeldjäger? Wie meinst du das? Wärst du etwa zu dieser Verabredung erschienen, hättest du gewusst, ich wäre noch immer Agent? Meine Kollegen sind überaus begabt darin, hier und da kleine Fehlinformationen einfließen zu lassen. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Auf mich ist kein Kopfgeld ausgelegt. Commander Ava Teuken, ich verhafte dich hiermit trotz deiner Desertierung vom Imperium aufgrund deiner Flucht aus der Gefangenschaft, Tötung von zwei Wachen und dem Reisen als blinder Passagier. Versuch nicht zu fliehen. Verdammt! Traut ihr mir von der Republik so wenig? Ich will euch helfen und ihr wollt mich festnehmen. Du willst ja nicht zu uns. Ja, weil ich vorher die Daten brauche. Tech, er flieht. Soll ich eingreifen? Wäre schon hilfreich. Lass ihn aber am Leben. Zira, wie ist die Lage? Wir haben ihn unterschätzt. Er bewegt sich auf die Hinterseite des Gebäudes zu. Ich schneide ihm den Weg ab. Na endlich! Starte das Schiff. Schnell! Das geht leider nicht. Ach ja, du bist ja auch einer von denen. Wir wollen doch nicht. Was hast du vor? Du versuchst doch nur Zeit zu schinden, bis Tech hier ist. Ich will doch nur für euch die imperialen Daten holen. Sobald ich sie habe, komme ich zu euch. Bitte stört mich nicht dabei. Wir tun nur unseren Job. Ich kann dich unter keinen Umständen gehen lassen. Dann tut es mir leid. Siwa.
passiert jetzt nicht wirklich. Halt nur durch, wir kriegen das hin. Ich bin so schnell es ging gekommen. Wie geht es ihr? Zira hat viel Blut verloren. Die Droiden sagen, sie könnte durchhalten. Die Chance ist aber sehr gering. Sie wird es sicher schaffen. Ist er schon tot? Hab gehört, was passiert ist. Ich versuche nicht dran zu denken. Und deshalb verprügelst du diese Puppe? Wieso aber mit meinem Trainingsstock? Meiner ist weg. Ich finde ihn nicht mehr. Da ist er doch. Wie zu erwarten. Du hast mit Wut gekämpft. Wut auf diesen Deserteur. Versuch sie zu kontrollieren. Das ist wichtig, klar? Sonst kontrolliert sie dich. Tech, wir müssen reden. Es geht um Zira. Ist sie aufgewacht? Nein, Tech. Soll das heißen, sie ist... Dafür wird dieser Deserteur bezahlen. Ava Tuken, er hat Zira getötet. Dafür jage ich ihn.